Ah, ich hätte erst schießen müssen. Wie war das, Ninja? Mal, meinst du schon? Oh, tut mir leid, dass meine Herausforderungen zu hart für dich sind. Hahaha, ich dachte, du wärst der schnellste Nina, der alles kann. Wie peinlich für dich. Das muss dir wirklich peinlich sein. Keine geistreiche Retourkutsche? Zelda, ich hatte wieder Worte erwartet. Ich habe sogar ein paar echt fiese Antworten vorbereitet. Du solltest sowas sagen wie... Ich kann dich nicht schlagen, ich kann dich schlagen, Captain Raubart. Und dann nicht so... Nein, ich schlage dich, buchstäblich. Na gut, vielleicht etwas zu hart. Ich bin selbstsicher genug, das zuzugeben. Im Eifer des Gefechts funktioniert es bestimmt. Aber dafür musst du erst einmal aggressiv werden. Und das wirst du ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und nicht nur das, du... Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Moin Moin und Hallo zur zweiten Folge. Ich hab tatsächlich, ja. Okay. Gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Huch. Moin. Ich meine, der Captain will wahrscheinlich nicht, dass ich mit dir rede. Pah, das macht auch keinen Spaß. Ich bin Cat. Freut mich sehr. Ich bin hier für Entspannung zuständig. Man sollte sich ja immer um Abwechslung kümmern. Ich würde dir gerne zeigen, was ich meine. Aber wir haben Stromausfall. Es gibt aber Notfallgeneratoren. Mach dir also keinen Kopf. Sorgen sollten wir uns machen, wenn die Maschinen ausfallen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn du Benji einen Besuch abstattest. Er arbeitet im Generatorenraum. Er bringt den Strom wieder in Gang. Ich bin ausgesperrt, bis er wieder läuft. Komm vorbei, wenn der Generator anspringt. Ich kann dir ein paar nützliche Tricks verraten. Aber verrate es nicht Raubart. Hihihi. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das Spiel hat irgendwie gerade eine komische Wendung genommen. Dass ich quasi... Ups. Okay. Stehen bleiben. Willst du etwa gehen? Das ist ja sowas von unhöflich. Glaubst du wohl nicht? Ich habe noch nie so viel, noch so viel geplant und wäre dir sehr dankbar, wenn du das respektieren könntest. Du kommst jetzt zurück aufs Schiff und dann machen wir das ordentlich. Unglaublich. Jo, das kennen wir doch. Ja gut. Wer hätte damit gerechnet, dass sie einfach so runterspringen können? Gut, Raubart Spielhalle. Ich glaube, Generatorenraum müssen wir rein. Wow. Du bist der Ninja, oder? Der, dem der Kapitän entführt hat. Auf dich war ich gespannt. Wie du dich bewegst, wie du kämpfst. Du bist klasse. Ich heiße Benji, Schiffswartung. Du bist sicher hier, weil der Generator ausgefallen ist. Tut mir leid, unsere Lieferant ist unzuverlässig. Die können nichts Stabiles bauen, wenn ihr Leben davon abhänge. Ich hab's bald repariert. Okay. Stamp of Quality? Viel Glück da draußen, Kumpel. Wenn die Lichter wieder ausgehen, komm einfach nochmal vorbei. Ich freue mich drauf. Okay, gut. Was? Raubart Spielhalle? Okay. Hallo, hallo. Willkommen in Raubart Spielhalle. Meine Stimme ist ein bisschen höher geworden, seit der Strom wieder da ist. Momentan haben wir, ein Spiel. Ich nenne es Katzkistenkrachen. Bekannt nach meiner Weinigkeit. Es macht echt Spaß, kein Witz. Wenn du dich gut genug schlägst, bekommst du eine Hinweismünze. Wenn du mich fragst, ich finde einige der Prüfungen des Kapitäns zu schwer. Aber das bleibt unter uns. Versuchen wir es. Okay, ich bin gespannt. Auf die Blitze. 3, 2, 1, Ach, okay. Ah, nächstes Mal klappt's. Wir hatten hier früher mal noch ein Spiel. Ein Videospiel. Hast du mal von Nonageddon gehört? Ist ein uraltes Arcade-Spiel. Leider wurde die Reihe aufgegeben, aus der Geschichte gelöscht. Ich kann mich aber dran erinnern. Tatsächlich konnte ich vor einer Weile eine Vorabausgabe der Fortsetzung auftreiben, an der die Entwickler gearbeitet haben, als sie alle unter merkwürdigen Umständen ums Leben kamen. Leider hat der Kapitän die Disk kaputt gemacht, bevor ich spielen konnte. Es war sicher keine Absicht. Pure Ungeschicklichkeit. Trotzdem hat er versucht, die Beweise zu verstecken.
Letztens habe ich ein Bruchstück der Disk entdeckt. Es findet sich bestimmt noch mehr. Wenn du welche siehst, könntest du sie bitte für mich einsammeln? Du kannst das Stück mitnehmen, das ich gefunden habe. Es liegt hinter mir im Regal. Komm zu mir, wenn du das findest oder mehr Münzen brauchst. Okay. Eine von 9 Disks? Aber wir können jetzt nicht das Spiel nochmal spielen mit ihr. Es sei denn, wir gehen hier nochmal rein. Können wir das dann nochmal spielen? Ich glaube, ich habe zwischen den Mastspitzen vorhin etwas blitzen sehen. Vielleicht ist es eins der Stücke der Disk. Ich würde selbst nachsehen, aber ich habe Höhenangst. Ich kann nicht mal über die Reling schauen, ohne reiern zu wollen. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Job suchen. Willst du mein Spiel spielen? Ja? Also gucken wir nochmal. Da oben ist es. So. Da. Sieger! Hat das gerade tok, 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 tok gemacht, als die Dinger auf den Boden gefallen sind? Gut gemacht. Komm wieder, wenn du Münzen brauchst. Ja. Gucken wir mal. Irgendwo auf dem Mast, sagte sie. Ah, da oben ist ein Stück Pizza. Okay. Ganz hübsches Schiff, aber ich glaube, wir gehen wieder rein. Bin mal gespannt. Jetzt können wir ja die klassischen Level spielen. 53% Maschinenraum. Dafür, da oben für brauchen wir 36. Oh, wir können auch in einen Eingangsbereich gehen. Was? Marathon-Modus? Oh! Der Typ bist du also! Dann gehe ich lieber weiter. Ich will keine Freunde finden. Was bist du denn für ein Opa? Bonus? Kostümabteilung? Okay. Na hallo! Ich bin Natalie. Willkommen in der Kostümabteilung. Eigentlich sollte ich nicht mit dir reden. Wir haben alle so viel von dir gehört. Kannst du einen von deinen berühmten Sprüchen reißen? Der Kapitän hat nie gesagt, dass du von der stillen Sorte bist. Naja, ich hoffe, dir gefällt, was ich hier geschaffen habe. Wir haben ein paar Kostüme aus der Zeit, bevor Raubart sich für dieses Kapitänsding entschieden hat. Schau dich ruhig um. Ich würde dich ein paar anprobieren lassen, aber das wird nicht gehen, solange der Kapitän da ist. Viel Spaß. Okay. Hier sind ein paar Concept Arts. Ja gut. Bonus. Marathon-Modus. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal zu den klassischen Leveln und gucken mal, was da so ist. Ja. Oh yeah. Au! Zwei Sterne. Huiuiuiuiuiui. Ich würde sagen, ja. Die Levels werden nicht einfacher. Au. Nein. Au. Au. Nein. Menno. Nein, da oben gibt's noch einen. Okay. Boah, wie fies ist das denn? Nein. Ah. Nein. Autsch. Boah, fieser geht's nicht. Au, hätte ich den da unten schon zerstört? So. Zwei Sterne. Haha. Bling, 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 bling. Jo. Weiter geht's. Oh nein. Was ist das denn? Aber ich hab doch nur... Wie, was heißt hier Hinweis freischalten? Hinweis abspielen? Ah, okay.
Und da soll man noch schneller sein. Krass. Nein. Au. Boah. Aber immerhin hole ich jetzt regelmäßig 2 Sterne. Nicht so wie in diesem Anfangsding, wo man nicht mal 1 Stern geholt hat, sozusagen. Weil das unheimlich schwer war. Okay. Nein! Nein, ich hab daneben geworfen. Ah. Machen wir nochmal. Okay. Nächster Level. Oh nein, das wird ja immer... Nein! Da muss ich auf die andere Seite rüber. Au! Nein! Nein, nein! Oh, das gibt's doch nicht. Komm, lass sie erledigen. 2 Sterne. Übrigens vibriert jedes Mal, wenn ich gewinne, hier der Controller. Das ist immer ganz lustig. So, nächstes Level. Oh Gott. Oh, nein. Den werde ich definitiv nicht... Oh Gott, das wird ja immer... Wie soll man den denn kriegen? Au! Hä? Okay, ich guck mir mal den Hinweis an. So? Den? Von da aus. Okay, also den? Nein! Ah! Ich hätte erst schießen müssen. Nein. Nein! Ah. Ah, erst... Ah, lalala. Nein! Ich schlage mal nicht zu. Ah, so. Ha. Ehrlich, noch schneller. Nein, never. Nächstes Level. Oh, nö. Soll das denn gehen? Also die oben kriege ich einzeln. Nein, ich hab den einen verplempert. Ah! Nein! Daneben geschossen! So, das meinte ich. Im Fallen den auch noch treffen. Boah, echt ey, das Spiel ist echt hardcore, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das heißt, abonnieren, favorisieren, liken und ja, wenn ihr kommentiert, dann tut das. Wenn ihr abonniert habt, dann drückt die Glocke. Übrigens kommen Videos immer um 15:30 Uhr. Wenn ihr nicht abonniert habt, tut es einfach. Ich sag tschüss.
Tschüss.